Hallo Leute, ich bin's wieder, der Buddy. Ja, und ich koche. Und es ist gerade eine Flasche runtergefallen. Und nein, die Flasche wird sich erschreckt von mir. Eigentlich will ich aber die Fleckerl abschrecken. So, dann machen wir den Herd aus. Ich mal den Löffel. Außer, dass der ist halbwegs heiß. Aber ja, hab ihn aufgeheizt. Ja, Leute, stell mal das hin, ja. Und soll ich nicht dahinter brauchen, um die Flecker ins Dienst zu gehen und sie. So, das wird jetzt voll. Wartet, das sind voll Flecker. So Leute, okay, tut mir leid, dass es dauert hat. Jedenfalls schaut's. Scheiße, sieht man das überhaupt? Da. Da sind die Flecker. Ich probier's sie abzuschrecken. Buh! Erschreckt haben die sich gleich nicht. Da hat keiner geschrien. Hallo? Oh Scheiße. Die sind tot. Ich hab die zu heiß gebadet. Oh nein, schnell, kaltes Wasser. Die dampfen schon. Dampf. Oh Scheiße. Die rühren sich nicht mehr. Die sind tot. Wie denn ein Kochtopf? Dann mache ich mir was Leckeres aus denen. So. Was macht man denn Gutes aus denen? Gucken wir mal. Warte jetzt. Stell mich das hin wieder. So. Jetzt kommt. So. Ja, jetzt sind die wieder im Topf. Wo ist der Topf? Topf? Nein, nicht Mikrowelle. Topf. Da. Mit den Sachen. Oh Scheiße, ich hab zu viel. Oh, guckt mal. Ja, das ist für so, ja, Wurstlecker. Mit Käse, Käse. Ja, genau, Käse. Zwiebeln sind das, ich bin ein Trottel. So. Ja, schauen wir mal, ob das sich ausgeht, aber ich glaube, nein. Scheiße. Warte jetzt. Können wir mal umrühren. Ich brauche einen größeren Topf. Riechen tut's. Ja, schon gut. Aber ich brauche einen größeren Topf. Scheiße. So Leute. Ja. Ich glaube, das ist mehr Zwiebelfleckerl, mehr Fleckerlzwiebel statt Wurstzwiebelflecker. Aber ja, gucken wir mal. Schaut mal, das kann man jetzt mit. Was? Nee, das. Ach, ich halte es einfach hin. Öl. Da. Da, das macht man nur, das sitzt da, falsch, wohin, dafür, da ist es, einfach zu viel, das ist nicht zu schaffen, oder, doch, das ist zu schaffen, jo, da schaffen wir, so Leute, ich hoffe, euch hat gefallen, mit mir, Buddy, zu kochen, und ja, das war's mal wieder dabei, euer Buddy.